Hallöchen, dunkel wird so langsam hier im Dschungel. Wir müssen unser Hütchen da fertig machen. Wir sind immer noch am Drogenlabor. Und ich frage mich immer noch, was hier eigentlich passiert ist. Und ob wir so allein in diesem Dschungel sind, wie wir das zu sein glauben. Ich bin echt gespannt auf den Story-Mode. Im Winter ist es dann soweit, da soll der Story-Mode fertig sein. Es soll übrigens auch ein Multiplayer-Modus zu Green Hell kommen. Ebenfalls dann in dieser... Nee, der soll dann noch nachgeliefert werden als DLC, als kostenlos aber wohlgemerkt, als DLC zum Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Multiplayer so brauche. Er würde sicherlich sehr lustige Momente generieren. Da bin ich auch überzeugt von. So frei nach dem Motto, wo bist du? Ja, hier am Baum. Oder ja, hier. Oder ne, so, das ist auf jeden Fall sicherlich, also auch wenn dann, was weiß ich, hier die Kannibalen angreifen und pures das Chaos ist oder was auch immer alles passiert. Sicherlich interessant. Aber ich glaube, es würde auch viel von diesem Spielgefühl verloren gehen. So Expeditionsspielstand war hier oben der. So, den überschreiben wir. So, dann können wir uns eventuell noch ein Lagerfeuerchen zusammendüngeln. Ach komm, dann machen wir auch da vorne. Was soll denn das? Was soll denn der ja jetzt? Mal dengeln wir uns hier noch ein Lagerfeuerchen hin. Mit N. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich. Es würde halt wirklich viel von diesem Gefühl verloren gehen, dass du hier alleine bist, dass das alles gefährlich ist, alles tödlich ist. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das so seht. Aber in meinen Augen. Ah, weiß ich nicht. Das Spiel macht es eben gerade aus, dass man wirklich so alleine ist. Zumindest für mich, ich saug das halt auch irgendwie auf, so eine Atmosphäre. Ich mag das einfach. Ich sehe das jetzt nicht so als. Es waren ja auch schon einige Kommentare, du musst mal schneller hier irgendwie, was weiß ich, was alles erkunden. Und nee, muss ich nicht. Und ich muss auch nicht irgendeine Karte mir anschauen. Und mich spoilern. Und dann wissen, wo was ist. Das muss ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Und das ist alles für mich diese Atmosphäre, dieses Entdecken. Nicht wissen, was um die nächste Ecke ist. Nicht wissen, wo was ist, was mir weiterhilft. Sondern mutig sein zu müssen, loszulaufen, ohne eine Ahnung davon zu haben, was ums Eck zu finden ist. Dieses Gefühl ist es doch eben, was solche Spiele ausmacht. Wo man dann auch mal so ein bisschen die Hose voll hat und eben nicht weiß, ob man von dieser Erkundung wieder zurückkommt oder ob man nicht am Ende für so eine Erkundung quasi mehr ausgegeben hat in Form von Ressourcen, als man eingenommen hat, als man Vorteile generiert hat dadurch. Das ist eigentlich so das, was für mich das ausmacht. So, jetzt haben wir hier wieder eine Taghaltbarkeit, da auch eine Taghaltbarkeit. Das sind auch noch 23 Stunden. Also Züch haben wir jetzt echt genug hier. Das ist, was es ausmacht. Und das würde halt, wenn man zu zweit ist, auch schon wieder so ein bisschen leiden. Weil eben die Gefahr nicht mehr dann so groß ist. Weil man zusammen erkunden kann. Weil einer einen den Rücken frei halten kann. Und so Sachen. Da weiß ich nicht. Könnt ihr gerne schreiben. Ich meine, ist klar, ich verstehe den Reiz eines Multiplayers, aber wie seht ihr dieses Spiel? Wo seht ihr die Unique Features, wie man immer so schön sagt, dieses Spiels? Also wodurch glänzt es eigentlich? Und dann ist halt echt die Frage, braucht das einen Multiplayer-Modus? Aber das stand auch dabei, bei der Aussage, dass eben der Multiplayer kommt. Da stand auch dick und fett dabei, das ist das meistgewünschte Feature. Also bin ich mit meiner Ansicht, dass der Multiplayer nicht nötig ist, vermutlich recht alleine. Oh, ist es noch durch? Ich habe gar nicht dran gedacht, das zu überdachen. Perfekt. So, habe ich überhaupt nicht dran gedacht diesmal. Glück gehabt. So, Sekunde, dann süffeln wir nochmal ein bisschen an den Top. Wo ist der Top? Da. Ich wollte jetzt den Topf nehmen. Ach, guck mal, da ist noch ein Blätterhaufen. Dann können wir den mal vertrocknen lassen und wieder draußen dran babschen. In 8 Stunden ist er vertrocknet. In 8 Stunden ist
Ja, da, also mehr als Zeit genug noch immer. In 8 Stunden ist noch mehr als genug Zeit. Das heißt, die Blätter vertrocknen, bevor wir abreißen, müssen wir nur an den Top denken. Wie, ich vergesse den. Das wäre echt dümmlich. So, was können wir sonst noch Doofes machen? Gesoffen haben wir. Lass mal kurz schauen. Essen haben wir vorbereitet. Wir sind so voll mit Essen, das ist unglaublich. Weißt du, eigentlich so, diese Szenerie ist eigentlich, man müsste hier am ehesten verhungern. Verdursten ist schon ein bisschen schwerer bei dem ganzen Regen, aber man müsste verhungern. Und wir laufen hier rum wie, keine Ahnung was, wie die Könige. Mit Snacks und Dosen und Chips und. Hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, ob ich so eine Matratze nehme oder ob ich in meinem Blätterbett schlafen soll. Ich glaube, so ein bisschen sicherer schläft sich hier in einer dieser Matratzen. Was ich übrigens auch noch sagen wollte zu diesem Wasseraufbereiter, den wir da haben, beziehungsweise Wasser nicht Aufbereiter, sondern Wassersammler. Das Ding habe ich mir vorgestellt, dass mir das eigentlich von Anfang an hat. Also ich hatte die ganze Zeit mich schon gefragt, warum? Ne, warum nicht einfach ein paar Blätter genommen und dann so zum Sammeln aufgestellt, dass man das erst lernen muss? Also ich weiß nicht, ich hätte das, keine Ahnung, Survival-Spiele prägen oder was, keine Ahnung. Aber ich hätte mir so ein Ding in der Tat versucht irgendwie zu bauen. Um 3:48 Uhr stehen wir schon wieder auf. Da ist noch lang dunkel, aber hilft ja nichts. So. Das mit dem Lagerfeuer war dümmlich, dass wir das da jetzt in die offene Stelle da gemacht haben. Ich konnte tatsächlich bei diesem Bzzz, gut schlafen. Erstaunlich. Ach, was wir mal gucken können, ist, ob hier Kokosnüsse liegen. Ein schönes kleines Kokosnussfrühstück. Müssen nur aufpassen, dass die Kokosnüsse nicht ausgehöhlt und mit weißem Pulver gefüllt sind. Könnte hier passieren. Komische Geräusche. Vielleicht brauchen ja die werten Singer-Songwriter kein Platz. Vielleicht brauchen ja die werten Singer-Songwriter die Drogen. Das könnte so den ein oder anderen Gesang erklären. Interessante Theorie. Weil bei allem, was wir bisher entdeckt haben, so ein richtiges Kannibalennest, werte das jetzt einfach mal, dass das Kannibalen sind, so ein richtiges Kannibalennest haben wir noch nicht gefunden. Oh! Die sind aber aktiv hier. Der ist nah. Und ich bin ziemlich blind gerade. Okay, ich fürchte fast, wir werden uns mit denen anlegen dürfen. Natürlich fies. Komm, hau rein. Und hau rein. So. Er kommt. Müssen warten, bis hell ist. Vorher will ich mich nicht mit denen anlegen. Hat zwar eine grobe Richtung, wo er ist, aber. Den nicht. Noch eine. Junge.
das ist ja mit dem Bogenspannen, das ist ja total kacke, ey. Mit dem Bogenspannen ist mehr als kacke. Nee, ich wollte nur dem... ich will doch gar... Nein, ich möchte... Boah, das ist so etwas, wo ich übrigens auch echt erwarte, dass die... Ja. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht unter ein Bienennest laufe, auf der Suche nach meinem Speer. So. Einen haben wir. Der Bogen ist echt schwierig zu bedienen. Der sieht uns nicht, ne? Erstaunlich. Erstaunlich, der hat uns nicht gesehen. Der andere hat wenigstens mal kurz einen. Hat wenigstens mal kurz einen Dings nach uns geworfen. So, was haben sie hier? Stockklinge. Wo habe ich denn den anderen auseinandergenommen? Menschenfleisch, roh hier. Das schmeißen wir uns das gerade wieder dazu. Will ich gar nicht haben. So, wir haben ein paar Pfeile verschossen. Da können wir uns jetzt wieder ein paar nachkraften. Ich denke, das sollten wir mal tun. Herstellen. Ich hätte das nicht beim Bienennest tun sollen. Das macht mich ja jetzt schon wieder wahnsinnig. Und das war ein kleinen Stock, brauchen wir. Ja. So. Frag mich gerade, ob das. Ob das wohl. Haben wir 10 Pfeile verballert? Geht's ja wohl nicht. Ob das wohl möglich ist, einen Pfeil mit Steinklinge herzustellen? Das wäre praktisch. Wenn man da so ein. Mann! Wenn man da so einen etwas besseren Pfeil herstellen könnte. Oder mit Knochen. Nur mal kurz Knochen. Plus Feder? Nee, bringt nichts. Nee. Das ist schade, ist überaus schade. Irgendwie haben wir 8 Federn angezeigt, aber ich sehe nur 2. Fantastisch. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass wir 10 Pfeile gerade verballert haben. Waren da so viele? Ich krieg jetzt auch wieder 8 Pfeile angezeigt. Und irgendwie, angeblich hätte ich noch... Da liegen noch Federn. Vielleicht sind die am Boden mit angezeigt worden, aber dann würden hier ja auch 8 Pfeile am Boden liegen oder 5 vielmehr. Stockklinge, Knochen. Boah, dieses Gesumme. Pfeil. Immerhin nochmal einer. Da haben wir noch eine Tabakpflanze. Ich glaube, wir haben aber keine normalen Verbände mehr, ne? Nee. Eine Molinaria habe ich da drüben auch wachsen sehen. Da ist noch ein Pfeil. Da ist noch ein Pfeil. Okay, dann wurden die vom Boden her wahrscheinlich mit angezeigt. Noch ein Pfeil? Nee, das ist der Pfeil im Bogen, den. Oder? Weiß nicht, hat er den jetzt. Jetzt wird er nicht mehr angezeigt. Nein, ich will nicht das Fleisch. So, zeig mal her jetzt. 10 Pfeile hätten wir jetzt angeblich. Keine Ahnung, irgendwas steckt hier falsch. Und 10 Federn. Irgendwas steckt hier in meinen Augen falsch. Jetzt gehen wir mal woanders hin. Wie viel werden mir dann angezeigt? Nur mal so testweise. 10 Pfeile, 10 Federn. Na gut. Soll so sein wegen mir. Ich nehme das gerne. So, jetzt ist es nur wieder später, als ich wollte. 8 Uhr, na, es geht noch.
Kann man das... Nee, das ist hier... Ist das kaputt? Geht das nicht mehr? Nehmen diese Blätter hier so einen riesen Platz weg? Hier waren die... Die waren doch immer hier draußen. Menno, kann ich das wenigstens da rein? Auch nicht? Ach, scheiße. Da haben sie aber verschlimmbessert. Das haben sie aber verschlimmbessert. So, okay. Spiel speichern. Nochmal. Unser Expeditionsspielstand. Zack. So. Dann schauen wir mal kurz. Ich brauche mal wieder eine Richtung. Das hier ist Südwest. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Süd wäre mir lieber. Aber mal gucken, wo der Weg eigentlich hinführt. Das waren jetzt auch nur zwei. Und ich bin mir relativ sicher, hier vorne war noch mindestens ein weiterer von denen. Kochtopf wollte man mitnehmen. Da ist kein Platz wegen dem kacktrockenen Blatt. Okay, kriege ich das dann irgendwie anders rein? Das trockene Blatt ist jetzt bestimmt auch voll trocken noch immer. Es waren auch nie im Leben 10 Pfeile gerade. Alles sehr schwierig hier. Immer dieses Tetris-Spiel. Wo ist der Kochtopf hin? Ach nee, Kochtopf haben wir. Was wollte ich denn jetzt einsammeln? Kochtopf haben wir ja. Was wollte ich denn jetzt einsammeln? Verdammt, was war es jetzt? Oh, mein Hirn! Was war es denn jetzt, was ich einsammeln wollte? Kochtopf haben wir? Ich hab doch alles. Oder habe ich jetzt... vielleicht habe ich den aus Versehen aufgenommen. Ich glaube, es war... Insgeheim war es der Kochtopf. Insgeheim war es der Kochtopf, den ich aufnehmen wollte. Nur ich habe ihn jetzt schon aufgenommen. So, okay. Tun wir so, als wäre nichts gewesen und reisen einfach weiter. Ich bleib jetzt nochmal so ein bisschen auf dem Weg. Wenn der jetzt gleich nach Süden einschlagen würde, hätte ich nichts dagegen. Aber was tut er? Alles andere als das. Weg weiter oder nicht? Warte mal, lass uns mal kurz die Drogenlabor, das Labor möchte ich mir immer noch mal notieren, damit wir das wieder zurückfinden, falls wir da dann mal nächtigen noch mal. Labor ist bei, ich laufe noch mal ein bisschen dahin. So, das sollte reichen. 51, 27, also 51 West, 27 Süd. 51 West, 27 Süd. Das Labor. So. Wir laufen jetzt mal hier. Notfalls laufen wir eben wieder den Weg zurück. Aber erstmal ist ja ein Weg interessant. Vielleicht kommt da, keine Ahnung, die Polizeistation. Falsches Spiel. Hier liegt auf jeden Fall wieder Zeug und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Bin ich hier nicht schon mal dran vorbeigewatschelt? Ist das nicht? Warte mal, wenn ich jetzt mal kurz gucke. Wir laufen jetzt nach West, Nordwest. Das ist doch eigentlich wieder zurück in Richtung Heimat. Lass mal kurz schauen. Unsere Basis. Neue Basis ist 51 West, 19 Süd. 51 West, 19 Süd. Das heißt von hier aus eigentlich sehr stark nach... Da ist ein Jaguar. Von hier aus sehr stark nach Norden. Ne, Quatsch, nach Süden. Nach Norden. Nach Norden. Von hier aus sehr stark nach Norden würden wir wieder an unsere Basis kommen. Also ich behaupte, diesen Weg hier hat man schon mal... Aber bin ich dann hier... Habe ich dann hier aufgegeben oder was? Im Jaguar muss ich mich jetzt nicht anlegen. Würde zwar schönes Fleisch geben, aber wir haben gerade eh keinen tauglichen Grill. Lass uns mal weiter bei dem Plan bleiben, nach Süden zu laufen. Ich habe das Gefühl, dieser Weg führt zurück zu unserer Basis. Was mich zwar irgendwie wundert, weil dann wäre ich doch bestimmt schon... Wir müssen das mal... Aber das ist auf jeden Fall zurück nach Hause. Wir müssen das mal untersuchen, aber jetzt nicht. Oh, was ist das? Tötungsfalle. Ach du Scheiße.
Was ein fieses Ding. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man da einen Köder braucht. Aber das könnte man natürlich. Das Ding könnte man wunderbar verwenden, um Jaguar loszuwerden. Ne? Aber warte mal, hier ist jetzt der Weg zu unserer Basis. Was ist das jetzt hier? Sieht auch schon wieder aus wie so ein Weg. Meine Fresse. Passt. Die Richtung passt. Watschen wir mal weiter. Bananen? Banana? Banana? Nix Banana. Ich hätte jetzt mal eine genommen, so auf der Hand. Tabak. Krasse Gegend hier. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ne, haben wir schon mal weggeworfen. Okay. Banana? Banana? Nix Banana? Ne. Frechheit, hier sind so viele Bananenpflanzen und keine einzige trägt Früchte. So, jetzt stehen wir hier vorm Berg. Jetzt können wir uns entscheiden. Rechts rum, links rum. Süden ist mehr da. Also definitiv da lang. Immer weiter nach Süden. Bananenblatt. Fantastisch. Können wir auch essen. Immer weiter. In den tiefen Dschungel. Das Ungewisse. Vielleicht irgendwo. Ein Ausweg. Die haben sie zugepatcht. Vollidiot. Wir haben sie zugepatcht, die Ausgänge. Das finde ich total fies. Es gab tatsächlich Ausgänge auch in neue Gebiete. In diesen Höhlen halt hauptsächlich. Und da haben sie tatsächlich mit den letzten Patches die eben zugemacht, weil da eben nichts war. Natürlich noch nicht. Aber auf gut Deutsch anders ausgedrückt. Du kommst hier nicht raus. Nicht lebend. Obsidian. Oh, sehr gerne. Wäre die Höhle ja ein Thema sowas gut. Frage ich mich gerade, aber nee, das ist nicht die Höhle, wo wir unseren Albtraum hatten, ne? Nur Stein. Alles nur Stein. Bin schon wieder blind. Der klingt, als wäre ich direkt davor. Wie tief geht die denn bitte? Ihr habt übrigens geschrieben, dass man die sehr wohl töten kann mit dem Speer. Aber ein Kommentar war auch in die richtige Richtung gehend, vermute ich jetzt mal, dass ich den mit dem Speer hier, den ich jetzt in der Hand habe, sehr wohl töten kann, aber scheinbar nicht mit dem Fischspeer. Was unlogisch ist und sicherlich dann irgendwo auch als Bug zu bezeichnen ist. Aber wenigstens eine Erklärung dafür ist, dass wir es nicht geschafft haben, weil ich glaube... Ganz ehrlich, ach, da können wir es doch direkt mal testen hier. Aber ganz ehrlich, so schlecht geworfen habe ich nicht. Na gut, das war schlecht geworfen, das gebe ich jetzt zu. Geht. Ich weiß nicht, was ich daraus machen kann, aber da vorne macht ein Maler Ingo. Mir leid, dass ich das adaptiere, aber ich finde es einfach zu gut. Da ist er.
Was? Ach komm schon. Willst du mich verarschen? Oh. Oh, das war nicht gut. Oh, der hat gesessen. Draußen ist noch einer, ich weiß, aber ich muss das schnell verbinden. Uff, der hat richtig gesessen. Wir haben noch eine Wunde. Ja, da. Diese Höhle ist einfach der Albtraum. Diese Höhle ist einfach der wandelnde Albtraum. Das ist grausam. Eine Stunde, hier zwei Stunden nur noch. Her damit. Was, so. Was haben die da? Aua! Ah, du Sackgesicht! Du Penner! Oh, leck mich doch. Nein. Steh auf, Escape, abbrechen. Geht das irgendwie? Nein. Okay, ich muss wieder die Pfeile einsammeln. Mein Problem ist, meine Ausdauer ist so gering, dass er die Spannung von dem Bogen nicht sehr lang aufrechthalten kann. Oh, und dann noch die Schlange. Nee, ich hau ab. Das ist es nicht wert. Ich hau ab. Das ist es nicht wert. Und das ist 100 pro unsere Stelle, wo wir essen. Hau rein. So, hier, weißt du was? Auch essen. Hau rein. Das bringt uns was, die Schmerzmittel, jetzt gerade ganz gut. Und dann gehen wir hier lieber raus. Das ist 100% unserer Albtraumhöhle. Da war er. Gut. Zum Glück regenerieren wir schnell. Heieieiei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann laufen wir jetzt mal zurück. Ja, wir laufen mal zurück zu unserem Lager. Wir haben jetzt diese Kackhöhle hier gefunden. Die hat scheinbar einen zweiten Ausgang. Da war der Skorpion auf der rechten Seite, den ich nicht gesehen habe. Wo ist es? So, und da ging es raus. Sehr gut. Hier ist auch sonst nichts. Und hier sind wir wieder. Boah, raus. Aus diesem Mistloch. Meine Fresse, diesmal haben wir es aber irgendwie gemeistert. Auch wenn irgendwie, ja, teilweise mit ein bisschen Glück. Diese Pfeile haben scheinbar keine Wunden verursacht. Wenn man von denen getroffen wird, dann kriegt man halt nur ein bisschen Aua. Aber sonst nichts. Das ist gut so. Und dann sehen wir uns, wisst ihr was, ich könnte ja hier oben eigentlich auch eine Hütte bauen. Lass uns hier oben eine Speicherhütte bauen. Dann muss ich nicht zurücklaufen. Dann können wir direkt von hier weiter. Ja, wir haben eh genug Stöckchen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich baue im Offscreen hier mal eine Speicherhütte hin. Bis dann, ciao.